Boah, ohne Witz, alter Vince, ne? Ich möchte mir sowas von gern einfach so eine scheißgeile Drohne kaufen, so wie du, ne? Hast du irgendwie eine Idee oder so, wie ich schnell an Geld komme? Naja, ich habe eigentlich schon so eine Idee. Ich kenne da so eine mega gute Seite, wo man relativ schnell Geld machen kann, also mit dem man auch spielen kann. Also du kannst zocken und verdienst dadurch Geld. Jetzt ernsthaft, Alter? Das musst du mir dringend mal zeigen. Ohne Witz, zeig mir das mal. Ich brauche unbedingt eine Drohne, Mann. Das wäre echt geil. Okay, pass auf. Du gehst hier auf fanatic.de. So heißt die Seite. Und dann registrierst du dich einfach oben. Meldest dich halt mit E-Mail oder irgendwelchen anderen Daten an, Google Plus oder Facebook. Also würde ich sagen, zeige ich euch jetzt, wie ihr schnell durch Zocken Geld verdienen könnt. Switchen wir direkt mal in den Monitor rein. So, wenn wir nun im Monitor letzten Endes angekommen sind, seht ihr schon die Seite Bananatic. Und bevor ich es hier anfange und euch erkläre, dieses Video ist ein Product Placement, bedeutet, es ist bezahlte Promotion. Aber ich kann euch trotzdem versichern, Leute, es ist sehr cool, weil ihr im Endeffekt Geld aus der ganzen Sache ziehen könnt. Ihr könnt nämlich zocken und Geld verdienen, bedeutet für die Handyspieler unter euch ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, da die in diesem Falle dann wirklich ziemlich, ziemlich viel Glück haben, denn ihr könnt auf dieser Seite Bananen sammeln und das macht ihr halt, indem ihr ganz normale Spiele, Handyspiele spielt oder auch PC-Spiele, ist alles möglich. Bedeutet, wenn ihr irgendwie Zocker seid und mega Bock habt, irgendwie neben den Zocken noch ein bisschen Geld zu verdienen, dann nutzt auf jeden Fall diese Seite, denn diese Seite lohnt sich in diesem Fall auf jeden Fall. Wenn ihr auf der Seite zum ersten Mal seid, müsst ihr euch natürlich als allererstes hier mal einen Account erstellen. Ich habe hier mir auch einen neuen Account für das Video erstellt, bei Reapers, und habe das alles mit meinen Google-Sachen gemacht. Wie gesagt, nichts passiert, alles gut. Ich habe auch von Bananatic hier an der Stelle 5100 Bananen zur Verfügung gestellt bekommen, oder eher gesagt 5000, womit ich euch heute auf jeden Fall alles ein bisschen demonstrieren kann. Wenn wir auf Bananen sammeln hier oben gegangen sind, dann sehen wir Spielaufgaben, Funzone und ganz, ganz viele andere Sachen. Wir gehen als erstmal auf die Spielaufgaben ein, denn ja, wir müssen erstmal gucken, wie sieht's aus. Wie verdient man überhaupt Bananen? Und dann kommen wir auch gleich nochmal dazu, was ihr euch mit diesen Bananen kaufen könnt. Also gibt es Paysafes, Amazon und so weiter und so fort, kommen wir gleich zu. Aber wenn wir hier drauf gehen, dann sehen wir ganz, ganz viele verschiedene Spiele. Manche sind vielleicht auch etwas bekannter, keine Ahnung. Welches kenne ich zum Beispiel? Habe ich da World of Tanks, habe ich schon mal gehört. Das ist eigentlich ein sehr bekanntes Spiel. So, wenn wir das hier sehen, dann können wir das Ganze spielen. Hier haben wir zum Beispiel gerade kein Angebot, aber hier oben ist ein Angebot. Wenn wir dieses Spiel, Lineage, wenn wir das zocken, dann haben wir die Möglichkeit, bis zu 2800 Bananen in diesem Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das dauert nicht sehr lange. Also da braucht ihr jetzt nicht denken, ich spiele hier Tage nur, damit ihr 2800 Bananen habt. Nein, so lange dauert es nicht. Bitte denkt da nicht falsch. 2800 Bananen sind zum Beispiel schon mehr als 5 Euro. Bedeutet, ihr habt euch da auf jeden Fall was Kleines dazu verdient. Keine Ahnung, zu eurem Taschengeld, wenn ihr irgendwie nicht anders an Geld kommt. Keine Ahnung, weiß nicht. Könnt ihr euch mit dieser Seite auf jeden Fall ein bisschen was dazu verdienen. Zeige ich euch nun, wie ihr das Ganze einlöst und was ihr dafür bekommt für die Bananen. Wenn ihr schauen wollt, was ihr mit euren Bananen machen könnt, dann geht ihr auf Bananen einlösen. Ist, denke ich mal, für jeden verständlich. Hier haben wir jeweilige Sachen. Wir haben hier Hardware, wir haben CSGO-Skins, Charakter können wir erstellen, wir haben Paysafe-Cards, Amazon. Sollte für jeden eigentlich klar sein, was man hier tatsächlich mitmachen kann. Ich kann mir jetzt zum Beispiel, wenn ich ein ultra krasser CSGO-Player bin, kann ich mir hier Skins kaufen. Wir können ja zum Beispiel mal gucken, was so eine Amazon-Karte kostet zusammen. Hier. So, haben wir 2,50 Euro, 5 Euro und 10 Euro. Wenn wir jetzt hier sehen, ich habe 5000 Bananen, habe ich. Und ich könnte da ja 10 Euro Amazon beispielsweise mitholen. Oder ich kann mir eine 10 Euro Paysafe mitholen. Mit 5000 Bananen. Also 5000 Bananen, müsst ihr euch immer so sehen, sind 10 Euro. Das bitte mitbedenken. Und 2500 sind 5 Euro. So. Bedeutet, ihr könnt euch wirklich alles holen, wenn ihr euch irgendwas Geiles bei Amazon kaufen wollt und ihr aber nicht an Geld kommt, dann nutzt eventuell diese Seite, wenn ihr gerne irgendwie neue Spiele anzockt oder. Lohnt sich wirklich, probiert es selber einfach mal aus. Wenn ihr nun auf jeden Fall in der Funzone seid, dann seht ihr hier ganz, ganz viele verschiedene Spiele und wir sehen hier schon schaue Werbung. Je mehr Werbung du schaust und spielst, desto mehr Bananen wirst du erhalten. Denke ich mal, ist auch für jeden logisch erklärt und bekommt jeder hin. Bedeutet, ihr habt hier die Chance, auch wieder Bananen zu sammeln ohne Ende.
ihr habt allgemein viele Möglichkeiten, um an Bananen zu kommen. Sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Ihr könnt zum Beispiel einfach bei Facebook die Seite von Bananetic liken, dann habt ihr schon die Chance, Bananen zu bekommen. Ihr könnt wirklich eigentlich durch jede einzelne Sache mittlerweile Bananen bekommen. Bedeutet, macht es auf jeden Fall. Ich meine, Facebook hat mittlerweile jeder. Facebook ist zwar out geworden, so meiner Meinung nach, aber Facebook hat jeder und da könnt ihr auf jeden Fall mal ein Like irgendwie bei der Seite da lassen, habt ihr schon wieder Bananen bekommen. Wenn euch auf jeden Fall dieses Video gefallen hat zu der Seite bananetic.de, dann lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da, dann würde ich mich mega drüber freuen. Wie gesagt, ich dachte mir, yo, du stellst diese Seite einfach mal vor. Ich meine, es hat was mit Gaming zu tun, ihr müsst spielen. Ich bin ein Gaming-YouTuber und halt ein bisschen Vlog, deswegen habe ich auch am Anfang noch so ein bisschen Real Life mit eingebunden. Ich hoffe, dass es einfach heute als heutiges Video okay war. Wie gesagt, später um 15 Uhr gibt es dann auch den mega krassen Start des 24-Stunden-Livestreams. Schaltet da auf jeden Fall gerne ein, hier mit dem Winsko auf jeden Fall bin ich dann später am Start. Und ja, checkt die Seite sehr, sehr gerne unten über den Link in der Videobeschreibung aus. Bananetic.de, ihr habt dann auch die Chance halt wirklich so viel Geld zu machen, Leute. Wenn ihr da wirklich lange zockt, dann kriegt ihr da ordentlich was. Könnt ihr euch bei Amazon was Cooles kaufen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es ganz cool heute war, dass ich alles einigermaßen gut erklären konnte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und tschüss.